Xianyun, Nahida, Zhao oder doch Yaemiko? Genshin macht es uns wie immer nicht leicht, denn neben Xianyun kommen drei richtig gute Reruns auf uns zu. Und in diesem Video gehen wir einmal alle Charaktere durch, um euch die Entscheidung vielleicht leichter zu machen, für welchen Charakter ihr pullen solltet, falls ihr euch unsicher seid. Mit Xianyun kriegen wir einen neuen Anemo-Charakter, welcher wie immer sehr schöne Augen hat. Die Infos in diesem Video von ihr sind einzig und allein aus dem Genshin Livestream und ich nutze hier also keine Leaks. Wenn der Charakter dann offiziell erscheint, wird es einen vollständigen Guide zu ihr geben und wenn ihr den nicht verpassen wollt, solltet ihr definitiv ein Abo dalassen. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß bei dem Video. Beginnen wir das Ganze mal mit dem neuen Charakter Xianyun. Sie wird ein 5-Sterne-Animo-Charakter und sie nutzt einen Katalysator. Aufgrund ihrer Fähigkeiten bin ich mir ziemlich sicher, dass sie die Supporter-Rolle einnimmt und jeder Charakter, der Angriffe aus dem Fall gerne macht, wie zum Beispiel Zhao, profitiert am meisten davon. Ihre Standardangriffe sind nichts Besonderes, weswegen wir auch nicht darauf eingehen müssen, aber ihre Elementarfähigkeit hingegen sieht ziemlich spaßig aus. Damit kann Xianyun bis zu 3 Spezialsprünge ausführen, die sich Wolkenleiter nennen. Die 3 Sprünge kann sie sowohl vom Boden aus machen, als auch von der Luft. Wenn Gegner beim Springen sich um euch rum befinden, wird denen Animo-Schaden zugefügt, aber auch nur einer von den 3 Spezialsprüngen kann einen Gegner treffen. Also kurz gesagt, habt ihr mit dem ersten Sprung einen Gegner getroffen, bekommt er Schaden, dann wird der Gegner beim zweiten und dritten Sprung jedoch keinen Schaden mehr kriegen. Nach eurem dritten Sprung könnt ihr euch noch in einen Kranich verwandeln, womit ihr dann einen speziellen Angriff aus dem Fall ausüben könnt. Mit ihrer Spezialfähigkeit beschwört sie einen Weidenstein, welcher die Lebenspunkte eurer Truppmitglieder wiederherstellt, quasi so wie bei Jean. So wie es aussieht, entsteht aber nicht nur ein Heal zu Beginn, sondern auch fortlaufende Heals, solange der Weidenstein auf dem Feld aktiv ist. Durch den Effekt adeptische Unterstützung kann der aktive Charakter auch höher springen und beim Auslösen eines Angriffs aus dem Falls wird Animo Flächenschaden verursacht. Viel mehr wird zu ihr leider auch schon nicht mehr gesagt, was ich ziemlich schade finde, aber im Großen und Ganzen ist das auch schon das Wichtigste, was wir zu ihr wissen möchten. Sie kann weite und hohe Sprünge machen, was sicherlich nicht nur beim Kämpfen, sondern auch beim Erkunden super hilfreich sein wird. Mit ihrer Spezialfähigkeit heilt sie die komplette Truppe, was sie schon mal zu einem guten Supporter für alle Furina-Spieler macht, die sich einen Gruppenheal wünschen. Noch dazu bekommen alle Truppenmitglieder während ihrer Spezialfähigkeit eine erhöhte Sprungkraft und beim Auslösen eines Angriffs aus dem Fall verursacht sie Animo-Flächenschaden, was sicherlich gut für Verwirbelung sorgen kann. Ich glaube, sie wird kein Charakter, der ziemlich broken sein wird, wie zum Beispiel Nuvelette oder auch Navia. Aber sie wird ein solider Support-Charakter und ihre Elementarfähigkeit sieht nach einer Menge Spaß aus. Falls ihr Zhao-Main seid, wird sie möglicherweise ein Must-Pull für euch, weil Zhao jetzt auch der einzige Charakter ist, der mir einfällt, der wirklich nur Angriffe aus dem Fall machen möchte. Bei vielen anderen Charakteren war das zumindest nie der Hauptschaden, wenn ich mich so richtig erinnere. Korrigiert mich da gerne in den Kommentaren. Schauen wir mal, wie es letztendlich mit ihr wird, wenn sie offiziell erscheint und schreibt mir mal gerne eure Meinung in die Kommentare, was ihr von ihr haltet. Machen wir weiter mit einem der beliebtesten Charaktere im Spiel und zwar dem Dendro-Archon Nahida. In der Vergangenheit habe ich bereits ein Video gemacht mit dem meiner Meinung nach besten Charakter von jedem Element und bei Dendro musste ich nicht lange überlegen, bis ich Nahida gesagt habe. Nahida ist kurz gesagt einfach ein sehr starker Allrounder und den Schaden, den sie verursacht, plus die Buffs, die sie abgibt, sind einfach nur insane. Mit ihrer Elementarfähigkeit könnt ihr bis zu 8 Gegner gleichzeitig markieren, welche dann miteinander verbunden sind. Wenn ihr dann auf einen der Gegner eine Elementarreaktion auslöst, bekommen alle verketteten Gegner Dendro-Schaden, basierend auf ihrem Angriff und ihrer Elementarkunde. Die Verkettung der Gegner hält 25 Sekunden und alle 2,5 Sekunden könnt ihr erneut eine Reaktion auf einen Gegner auslösen, womit dann alle verbundenen Gegner Schaden kriegen. Die Abklingzeit ist ebenfalls gering mit 5 Sekunden beim kurzen Drücken oder mit 6 Sekunden beim gedrückt halten. Aber nicht nur ihre Elementarfähigkeit ist ziemlich stark, sondern auch die Spezialfähigkeit Illusorisches Herz. Damit beschwört sie den Schrein von Maya, was ein riesiger Palast ihrer Träume ist. Je nachdem, welche Elementartypen in eurer Truppe vorhanden sind, löst ihr unterschiedliche Effekte aus. Habt ihr Pyro-Truppmitglieder, wird der Schaden erhöht. Bei Elektro-Truppmitgliedern verringert sich der Intervall des Auslösens von der Elementarfähigkeit und bei Hydro-Truppmitgliedern verlängert sich die Dauer des Schreins von der Abklingzeit. Das Gute an der Spezialfähigkeit ist auch noch, dass die Dauer 15 Sekunden sind und die Abklingzeit der Spezialfähigkeit einfach nur 13,5 Sekunden sind und ihr den Schrein von Maya somit permanent auf dem Feld haben könnt. Das macht sie so schon zu einem richtig krassen Charakter, aber ihre passiven Fähigkeiten setzen nochmal einen drauf. Während ihrer Spezialfähigkeit erhöht ihr die Elementarkunde aller Truppmitglieder um 25% von der Figur, die am meisten Elementarkunde bei euch im Team hat. Maximal könnt ihr die Elementarkunde um 250 Punkte erhöhen,
Also kurz gesagt, braucht eure Nahida insgesamt 1000 Elementarkunde. Und während der Spezialfähigkeit überträgt sie dann 250 Elementarkunde für jedes Truppmitglied for free. Noch dazu erhöht ihr durch ein weiteres passives Talent den Schaden der Elementarfähigkeit und auch kritische Trefferrate für jeden Punkt Elementarkunde, den Nahida über 200 Punkte besitzt. Also kurz zusammengefasst, wollt ihr auf eurer Nahida nur so viel Elementarkunde wie möglich haben. Und damit verursacht sie dann enormen Reaktionsschaden. Zusätzlich sollte euch aber auch schon bewusst geworden sein, dass Nahida ausschließlich gut in Teams reinpasst, die Dendro-Reaktionen verursachen. Also nichts mit Geo, Cryo oder Anemo, sondern eher Pyro, Elektro und Hydro. Wie euer Team dann aussieht, ist fast völlig egal. Die passt nahezu überall rein, wenn die richtigen Elemente dabei sind. Nahida ist meiner Meinung nach ein Must-Have und das nicht nur, weil sie super stark ist, sondern auch beim Erkunden helfen kann und beim Bauen ziemlich easy und Free-to-Play-freundlich ist. Schaut euch da unbedingt meinen Nahida-Guide an, welcher nach wie vor ziemlich aktuell ist. Es hat sich bisher bei ihrem Bild einfach wirklich nichts verändert und dementsprechend ist der Guide noch voll aktuell. Weiter geht es mit Zhao, welcher unser schützender Yaksha ist vom Element Anemo. Zhao ist ein ziemlich krasser Main-DPS und er nutzt einen Speer. Seine Stärke ist es nicht nur einzelne Gegner zu bekämpfen, sondern umso mehr, desto besser. Sein Schaden ist voll und ganz auf seine Spezialfähigkeit gelegt, womit er nonstop Angriffe aus dem Fall machen möchte, die massiven Anemo-Flächenschaden verursachen. Er bekommt während der Spezialfähigkeit eine erhöhte Sprungkraft, was ihn die Angriffe aus dem Fall dann einfach gut machen lässt. Während der Spezialfähigkeit verliert Zhao auch fortlaufend Leben und deswegen ist Xianyun meiner Meinung nach der beste Support für ihn, da sie heilen kann und auch Angriffe aus dem Fall verstärkt. Mit seiner Elementarfähigkeit kann Zhao durch seine Gegner dashen und ihnen Anemo-Schaden zufügen. Anfänglich hat die Fähigkeit zwei Aufladungen und sie hat eine Abklingzeit von 10 Sekunden. Die Fähigkeit müsst ihr jedoch nicht nur beim Kämpfen ausführen, sondern sie kann euch auch beim Erkunden helfen. An sich ist Zhao wirklich ein sehr starker Main-DPS, und mit viel Investment ist sein AOE-Damage einfach nur krank. Aber je nach Content seid ihr dazu gezwungen, einen Charakter ins Team zu nehmen, welcher euch ein Schild gibt, weil Zhao sonst sehr oft von Gegnern unterbrochen wird und ihr eure Angriffe aus dem Fall nicht in Ruhe ausführen könnt. Dafür eignet sich natürlich am besten Zhongli, aber es gibt auch sehr viele andere Alternativen. Ich persönlich finde Zhao eigentlich ziemlich cool und ich weiß, es gibt sehr viele Zhao-Mains da draußen, die ihn lieben. Jedoch muss ich auch ehrlich sagen, dass sein Spielstil anfangs ziemlich spaßig ist, der Spaßfaktor bei mir aber auch ziemlich schnell nachgelassen hat, weil ihr wirklich einfach nur springt und angreift und das nonstop. Einige mögen das vielleicht nach einem Monat immer noch, aber ich fand es irgendwie sehr eintönig und auch irgendwann langweilig. Das ist aber nur meine persönliche Meinung zu seinem Spielstil, wenn es um seinen Damage-Output geht, kann niemand Zhao groß was vormachen. Also kurz gesagt, wenn ihr einen Anemo-DPS sucht mit heftigen Flächenschaden, dann ist Zhao definitiv ein guter Pick für euch und mit Hilfe von Xianyun sicherlich noch mehr. Kommen wir zu guter Letzt aber noch zu Yaemiko. Yaemiko ist ein 5-Sterne-Charakter vom Element Elektro und sie nutzt einen Katalysator. Sie ist ein Charakter, welcher sehr gut Off-Field-Elektroschaden verursacht, und man stellt sie ziemlich oft mit Fische gleich. Mit ihrer Elementarfähigkeit könnt ihr bis zu 3 kleine Türme beschwören, welche automatisch Gegnern in der Nähe Elektroschaden zufügen. Diese könnt ihr permanent auf dem Feld halten, weil sie 14 Sekunden auf dem Feld bleiben und ihr eine Aufladung in 4 Sekunden bekommt. Mit Nahida lässt Yaemiko sich wunderbar kombinieren, weil auch bei Yaemiko der Schaden ihrer Türme erhöht wird, umso mehr Elementarkunde sie besitzt. Elementarkunde ist bei Yaemiko jetzt nicht so wichtig, aber wenn ihr auf ihr Elementarkunde habt, wird der Schaden nun mal etwas besser. Ihre Spezialfähigkeit ist ein starker Burst, welcher Elektroflächenschaden verursacht. Neben der eigentlichen Fähigkeit, die Schaden verursacht, entstehen für jeden Turm, den ihr auf dem Feld habt, durch ihre Elementarfähigkeit noch zusätzliche sogenannte Tenko-Blitzschläge, die ebenfalls Elektroflächenschaden zufügen. Die Türme verschwinden anschließend, aber durch ein passives Talent könnt ihr die 3 Türme sofort wieder aufstellen. Das heißt, ihr wollt immer darauf achten, dass ihr beim Einsetzen eurer Spezialfähigkeit immer 3 aktive Türme auf dem Feld habt und nach der Spezialfähigkeit wollt ihr diese auch direkt wieder aufstellen. Mit 90 Elementarenergie, welche sie für ihre Spezialfähigkeit benötigt, braucht ihr einiges an Aufladerate, um die Spezialfähigkeit immer einsetzen zu können, wenn die Abklingzeit vorbei ist. Das Ganze macht sie auf jeden Fall zu einem sehr guten Sub-DPS, welcher permanent Elektroschaden verursacht. Aber auch mit der Spezialfähigkeit kann sie ordentlich Gegner wegbursten. Wenn ihr eine sehr gut gebaute Fischl habt, die ihr in euren Teams für solche Szenarien eigentlich immer nutzt, ist Yaemiko rein vom Kit nicht zwingend notwendig. Beide haben ihre kleinen Vor- und Nachteile, aber im Großen und Ganzen erfüllen beide die gleiche Rolle. Falls aber in euren Dendro-Teams oder natürlich auch in anderen Teams ein solider Elektro-Charakter in eurer Sammlung fehlt, macht ihr mit Yaemiko auf jeden Fall nichts falsch. Sie ist ziemlich flexibel und vielseitig einsetzbar, was ich persönlich immer sehr gut finde und in einigen Teams ist sie sicherlich die beste Option. Außerdem hat Yaemiko eine der geilsten Spezialfähigkeit-Animationen meiner Meinung nach. Sehr schwierig zu bauen, finde ich sie jetzt nicht und auch zu ihr habe ich einen Guide gemacht, den ich euch in den Kommentaren verlinken werde. Schreibt mir mal gerne eure Pläne und Gedanken in die Kommentare. Wen werdet ihr pullen oder habt ihr die meisten Charaktere bereits, außer Xianyun? Spart ihr weiter für kommende Charaktere?
Lasst es mich gerne wissen und ansonsten war es auch schon mit diesem Video und ich hoffe, ich konnte euch wie immer weiterhelfen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Ciao.